So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir waren hier im letzten Duell, das wir noch zu schaffen haben. Bevor wir den anderen Pfad machen, in dem wir noch zwei Duelle schaffen müssen. Stimmt, das war das mit den Gimmick-Marionetten. Vom Friedhof verbannen. Nichts kann als Reaktion auf Gimmick-Marionetten aktiviert werden. So. Mit dem darf ich die da auf den Friedhof schicken. Und jetzt verlinken wir mal. Ich muss erstmal mit den Gimmick-Marionetten klarkommen. Ich fand die immer cool, weil die auch so ein Horror-Thema haben und ich Horror halt sehr mag. Dann kriege ich noch so eine auf die Hand. Und ich darf es spezial beschwören. Das gefällt mir. Okay, wie gesagt, ich muss mich da erstmal ein bisschen mit zurechtfinden. Das ist aber nicht nett. Den da könnte ich rufen. Damit kann ich Spezialbeschwörungen verhindern. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ah, verdammt, das war so ein Effekt. Das war die falsche. Okay, nee, dann ist egal. Dann greife ich einfach. Ich darf auch ein Monster-Spezial beschwören. Oh, das ist aber lieb. Da ist er, Longi. So kann ich mein... Das kann ich nur in meiner Main-Phase machen, verdammt. Ja, natürlich zerstört er den ich bräuchte. Gut, es war aber auch blöd von mir. Problem ist, eigentlich war es doof, ihn zu wählen. Weil er hat ja kein Xyz-Material mehr. Effekte als Reaktion aktivieren, bringt mir nichts. Stimmt, ich hätte einfach den verlinken können. Hätte auch gereicht, ich Depp. Ah, ich muss noch so viel lernen. Auf den dann nicht. Okay. Alles klar, dann warten wir jetzt mal ab. Ich habe ja jetzt noch meine Falle.
wird immer schlimmer. Noch so unfähig. Kann ich im Kampf zerstört werden? Shit. Okay, ich kann aber meinen Blitzsturm aktivieren und kann alle Monster zerstören. Das müsste funktionieren. Bei ihm nicht. Eins zurückzuholen. Ich kann den Effekt nur einmal benutzen, ne? Ja, shit. Nee, das war dumm. Ich muss erstmal lernen, damit klarzukommen. Ich bin noch nicht warm damit, mit diesem Deck. Unser Gegner schon, ich weiß. Unser Gegner ist sehr, sehr, sehr drin. Ich muss es erst noch lernen. Aber es ist auch echt schwer, sich bei der Hitze zu konzentrieren. Also ich nehme das jetzt gerade Donnerstagmittag auf und es ist draußen einfach die Hölle. Ja, du kannst eingehen mit Verbannen, eine Spitze. Achso, ja, die kann ich einfach so aktivieren, weil ich halt nichts anderes tun kann. Hätte ich mir eigentlich mit Blitzsturm aussparen sollen. Er hätte es mir mit Blitzsturm aussparen sollen. Wobei ich das Vieh echt nicht, also sowieso nicht hätte zerstören können. Ah, ich muss probieren, was Anständiges zu ziehen. Ja, das kann ich in meinem Zug machen, wenn ich so weit komme. Der mit seinen Kackkarten. Okay. Das wird mich viele Lebenspunkte kosten. Oh ne, es kostet mich gar nichts. Alles klar. Ich habe sogar einen Rangsteigerungszauber. Ich glaube, ich will ihn aktivieren. Ich weiß nicht, was dann passiert. So,
Zerstöre so viele Monster mit Fadenzähmarken wie möglich. Okay, komm. Unglücks-Leo. So, muss mit dem beschworen werden. Okay, ich kann ihm damit einfach richtig aufs Maul geben. Finde ich gut. Das Eingemick Mario Monster wurde von deinem Friedhof verbannen. Alle Monster, die du derzeit kontrollierst, werden bis zum Spielzug die. Ja, okay. Ist egal. Ich lese mir die Effekte 300 Mal durch. Es tut mir leid, aber es muss sein. Weil ich sonst vergesse, was sie für Effekte haben. Ah, und jetzt kann er mich kontern, ne? Nee. Was zum Henker tut er da? Ja, ich möchte ein Monster-Spezial beschwören. Wenn ihr mich schon so fragt. Wenn ihr mich schon so fragt, dann ja. So, orchestriertes Babel. Ich aktiviere wieder den Effekt. Ich könnte ja den Rang jetzt wieder steigern. Aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt, wenn ich das tue. Pro Spielzug kannst ein Material von dieser Karte abhängen, lege eines. Ja, Problem ist halt, das kann ich halt machen, ja. Aber es bringt, die Fadenzählmarken bringen mir dann nichts mehr zu dem Zeitpunkt. Ich müsste erst Fadenzählmarken besorgen. Na, ich verstehe, ich krieg das Vieh nicht kaputt. Nicht im Kampf. Muss ich noch ein bisschen ablenken. Er darf mich diese Runde nicht besiegen können. Den Longyearso-Effekt kann er nicht nochmal aktivieren. So, wir aktivieren als erstmal den Effekt. So, er hat nicht mehr viel Leben. Heißt theoretisch, wenn ich Longyearso angreife, sollte ich gewonnen haben. Oh, Halleluja. Ich habe so viele Fehler gemacht, aber ich bin froh, dass es am Ende trotzdem noch für uns ausging. Ja, auch nicht selbstverständlich.
Okay, hier gibt's auch wieder was. Ruinen des Weltvermächtnisses. Ich möchte mal reingucken. Weiß, der Part ist eigentlich schon wieder rum, aber ich möchte noch mal reingucken. Aber ihr stört euch ja nicht dran, wenn der Part ein bisschen länger ist. Nur, dass ich im Voraus aufnehmen muss. Das stört's ein bisschen. So, was habe ich denn hier alles? Ah, das sind dann wieder die Crusadier und Mathemechs. Crusadia, Crusadia, Crusadia Leones, Geomathe-Mech. Ja, komm. Ja, Crusadia Vereiniger, damit hast du nicht gerechnet. Geomathe-Mech Magma. Ich aktiviere den Effekt von Geomathe-Mech Magma. Das funktioniert ja tatsächlich. Was passiert hier gerade? Okay, ich hole mir die Mathe-Mech-Gleichung. Crusadia Metamax. Okay, das Vieh hat viel Kraft. Crusadia Sparta. Zwei der Runde ein Crusadia Monster erhält ATK pro Dorf zu einer Karte. Das ein Monster in der Mainfeld und das Spiel das wählen. Okay, ich will den da. So, als nächstes aktiviere ich die Mathe-Mech-Gleichung und beschwöre mir hier mein Mathe-Mech hin. Falls ein oder mehr Effektmonster als Spezialbeschwörung beschworen werden, auf diese Karte zeigt, du kannst deiner Hand eine Crusadia-Zauber- oder Fallenkarte hinzufügen. Das hätte ich gerne. Dann aktiviere ich Crusadia Aufschwung. Das verstärkt sein Monster genauso wie unseres. Nach der Schadensberechnung, falls dein Crusadia Link Monster durch Kraft zerstört wird. Ja, dann würde ich sagen, räumen wir hier mal auf. Mit unserem Crusadier. Ach so, der Mathe-Mech, der darf nie angreifen. Okay, dann hätte ich den opfern sollen. Aber das ist okay. Wusste, es ist gut, dass ich. Ach, der darf. Niemand, der da liegt, darf angreifen. Okay. Verstehe.
Alles egal, ich mach so weiter, bis ein Angriff durchgeht. Dumm gelaufen, hä, Gegner? Dumm gelaufen. Gut, Leute, das war ein sehr erfolgreicher Tag. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ihr wisst, über solche Sachen freue ich mich immer. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Pokémon Legenden. Ach, Quatsch. Ich habe gerade Pokémon aufgenommen, es tut mir leid. Mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ich Depp. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.